Wunderschönen guten Tag, Frau Lindenbauer. Guten Tag. Ich glaube, jetzt müssten wir den Bildschirm sehen. Wunderbar sichtbar. Falls Ton implementiert ist, muss man das Hackerl freisetzen, wenn es nur Folien sind. Es sind eigentlich nur Folien. Okay. Sonst soll man noch warten, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Plan ist. An sich 16:05 Uhr sollte gestartet werden. Wenn jemand aus einem anderen Raum kommt, könnte Ja. es nicht knapp werden. Sonst wird eine Minute auf oder ab. Je mehr Zeit man hat zu Ausführungen, ist für alle Anwesenden sicher schön. Sonst jederzeit, wenn Sie bereit sind. Ja, sonst warten wir nur Jederzeit. ein, 2 Minuten, falls doch noch jemand kommen möchte. Meine Frage wäre noch, wie viel Zeit für Fragerunde einberaumt werden soll und ob ich ein bisschen Zeitwächter spielen muss. Ja, bitte, bitte. Ich weiß es nicht. Also 3, 4 Minuten, denke ich maximal. Okay. Dann werde Ich ich. habe die Uhr nebenbei laufen auch, damit ich mich einigermaßen an die Zeit halte. Wunderbar. Aber bitte, falls man es ist immer ganz gut, wenn man während einem Vortrag eine kleine Info kriegt, wenn man gerade mitten in seinen Ausführungen ist. Gut, ich denke, wir können starten. Ja. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Edith Lindenbauer. Ich bin an der TH Oberösterreich beschäftigt, dort im Fachbereich für Mathematik und im vorrangig auch in der Ausbildung der Sekundarstufenpädagogen. Und heute möchte ich das Projekt Flink in Mathe vorstellen. Es ist ein Pilotprojekt und der Ausgangspunkt war natürlich der schon heute erwähnte 8-Punkte-Plan des Bundesministeriums und dass eben Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Schulstufe mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Und das war sozusagen ja, der Anlassfall. Und ich bin, wie gesagt, in einem größeren Team eben auch in dem Projekt tätig und möchte Ihnen heute ein bisschen was über das Projekt selbst erzählen, natürlich Materialien herzeigen und auch über zu Beginn jetzt ein paar didaktische Grundsätze, die uns da begleiten, auch vorstellen. Zum Einstieg habe ich einen schönen Ausspruch von Freudenthal mitgenommen, den Sie wahrscheinlich auch kennen. Telling a kid a secret he can find out himself is not only bad teaching, it's a crime. Das heißt, es ist, wie wir alle wissen, doch sehr wichtig, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Inhalte auch selbst zu entdecken und zu erforschen. Und das Ganze nicht einfach geht eben nicht durch Konsum, sondern durch Interaktion. Also diese beiden Punkte, Entdecken, Erforschen und Interaktion, begleiten eben uns auch sehr stark in diesem Projekt. Worum geht es aber überhaupt jetzt in diesem Projekt? FLINK ist ein Akronym und steht für Förderung von Lernenden durch interaktive Materialien für einen nachhaltigen Kompetenzerwerb. Das heißt, sehr vereinfacht gesagt, unser Ziel ist es, interaktive Materialien zu erstellen. Das ganze Projekt ist eine Initiative des CODE. Das CODE ist das sogenannte Center for Open Digital Education an der JKU Linz. Und wir sind ein größeres Team an Studierenden, Fachdidaktiker und Fachdidaktikerinnen und Lehrkräften, die da gemeinsam an der Entwicklung von Lern- und Lernressourcen arbeiten, und zwar digitale Lern- und Lernressourcen, die ihm auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wie gesagt, der Ausgangspunkt war natürlich die digitalen Endgeräte, die ihm jetzt an Schülerinnen und Schüler der 5. Schulstufe ausgegeben wurden, beziehungsweise noch werden. Und das war sozusagen mal der Startpunkt im Frühjahr, dass wir uns überlegt haben, wie können wir die Lehrkräfte dabei unterstützen. Und da gab es eben verschiedene Überlegungen und auch verschiedene Ideen vorerst.
Aber im Wesentlichen war dann das, dass man gesagt haben, wir möchten Materialien zu den Themen des Lehrplans ab der 5. Schulstufe erstellen, die natürlich möglichst hochwertig sind. Und im Vordergrund steht dabei immer auch ein Mehrwert des Technologieeinsatzes im Vergleich zu traditionellen Werkzeugen. Also was uns wichtig war, ist, dass sozusagen das digitale Gerät nicht zum Selbstzweck wird, sondern dass sozusagen die Materialien so gestaltet werden, dass hier durch diesen Einsatz wirklich ein Mehrwert im Vergleich zu traditionellen Möglichkeiten gegeben ist. Das ist sozusagen auch ein Prinzip, das uns begleitet. Auch geht es hier nicht darum, dass das jetzt ein Schulbuch sein soll. Also es ist kein digitales Schulbuch, sondern es sind einzelne Materialien, die ergänzend zum Schulbuch zur Verfügung gestellt werden. Es sind auch keine durchgängigen Lernpfade, sondern es ist es soll ein möglichst flexibles Angebot sein für Lehrkräfte, die sie dann individuell passend zu ihren jeweiligen Planungen auch und auch ergänzend zum Schulbuch einsetzen können. Also es ist auch dann dadurch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Natürlich haben wir es nach Themen fixiert und natürlich überlegt man sich immer, was könnte sozusagen noch sinnvoll sein, aber es ist jetzt nicht alleine als Lernpfad gedacht, dass man das einsetzt. Ja, das war jetzt einmal so das Grundkonzept. Wir haben uns dann natürlich auch damit auseinandergesetzt, was heißt Technologieeinsatz im Mathematikunterricht. Ich glaube, es wird den ganzen Nachmittag heute schon viel davon gesprochen. Fakt ist eben, dass sich in den letzten 3-4 Jahrzehnten sich die Technologie und dadurch auch technologiebasierte Materialien sehr stark entwickelt haben und dadurch aber auch das Fach Mathematik natürlich auch verändern, das Lernen und das Lernen von Mathematik. Und es bietet natürlich neue Möglichkeiten. Jedoch, gerade in den 80er, 90er Jahren gab es ja große Hoffnungen, ja, die wurden aber jetzt nur teilweise erfüllt. Trotzdem können sie natürlich viele Möglichkeiten bieten, vor allem wenn man zum Beispiel an dynamische Darstellungen denkt. Also wenn ich denke, ich kann einen Funktionsterm mit der grafischen Darstellung verknüpfen und wenn ich eine Darstellung ändere, ändert sich die andere mit. Also das ist natürlich etwas, was ein großes Potenzial im Unterricht auch hat. Wenn man sich Forschungsergebnisse anschaut, also quantitative Forschungsergebnisse und hier die Effekte auf Lernleistungen, zeigen sich oft immer eher nur geringe positive Effekte auf Lernleistungen. Wobei, wenn man sich fokussiert auf Forschungsergebnisse zu der Verwendung von Darstellungen, da sind dann schon die Ergebnisse ein bisschen ermutigender, weil halt gerade Darstellungen, vielfältige Darstellungen und die Kombination von mehreren natürlich Schüler und Schülerinnen unterstützen können. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, warum ist das jetzt so? Warum erfüllt das nicht ganz zuerst die Hoffnungen, die wir gehabt haben, zumindest bis jetzt? Und Paul Drivers, ein Mathematikdidaktiker, hat das eigentlich sehr schön einmal zusammengefasst. The effect of ICT in math education is a subtle matter and will depend to an important extent on the specific technological application, the educational setting and the orchestration by the teacher. Und zusammengefasst, it's the how that counts. Das heißt, es hat einfach sehr viele Einflussfaktoren. Wir wissen es eh alle, es geht nicht um die Technologie an sich, sondern es geht auch darum, wie das Unterrichtssetting ausschaut und wie man es dann wirklich konkret als Lehrkraft einsetzt. Also das Wie ist halt ganz zentral. Und dieses Wie möchten wir halt unterstützen. Ja? Und wenn man sich jetzt konkret anschaut, was kann Technologie im Mathematikunterricht leisten oder wozu kann man es verwenden? Es soll natürlich das Lernen unterstützen. Und es gibt verschiedene Funktionalitäten, die didaktische Funktionalitäten, die digitale Technologie im Unterricht hat. Also ich kann Technologie verwenden, ein Softwareprogramm, einfach dazu, dass ich immer Mathematik mache. Für uns natürlich viel relevanter ist der untere Zweig, ist, dass ich verwende, um Mathematik zu lernen. Und da gibt es diese beiden Bereiche. Ich kann es nehmen zum Üben von Fertigkeiten, Practice Skills, oder dazu Materialien zum Entwickeln von Vorstellungen. Also es geht um das Explorieren, um das Entdecken und um Materialien, die auch das Verständnis fördern.
Und das ist jetzt auch wieder ein Teil, der für Flink und relevant wird. Wir haben Materialien, die für Üben und natürlich verwendet werden können, aber wir möchten auch einen großen Schwerpunkt darauf setzen, dass Schüler und Schülerinnen damit Vorstellungen entwickeln können, Verständnis entwickeln können. Wozu brauche ich etwas? Warum funktioniert etwas auf diese Art und Weise? Und wie gesagt, immer in einer Art und Weise, dass es einen technologischen Mehrwert gibt auch. Wenn man sich Literatur anschaut, wo kann ich jetzt Technologie im Mathematikunterricht möglichst sinnvoll einsetzen? Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es? Da wird sehr viel natürlich aufgezählt. Ich kann es für eine Begriffsbildung einsetzen, zum Ausbau von Grundvorstellungen, zum Experimentieren. Ja. Also das haben wir gerade gesehen bei Minecraft, welche Möglichkeiten es da gibt. Für Darstellungen, dynamische Darstellungen, die ich auch vernetzen kann, so wie ich es vorher erwähnt habe, mit den Funktionen. Auch zum Vermitteln von Beweisideen. Ich kann Materialien machen, die mir die Schüler und Schülerinnen unterstützen beim Modellieren oder Anwenden oder Problemlösen. Selbstständiges Üben und Vertiefen natürlich, Aufgaben, die zu Diskussionen, also auch kommunikative Fähigkeiten von Schüler und Schülerinnen ansprechen und so weiter. Also wie gesagt, die Literatur ist da sehr umfangreich und das ist jetzt eine exemplarische und keine vollständige Liste, an welchen Möglichkeiten für Materialien es überhaupt gibt. Also das ist sozusagen einmal etwas, was wir im Hintergrund hatten und dann haben wir uns überlegt, wo möchten wir das einsetzen? Also wenn man sich den Unterricht anschaut, gibt es ja unterschiedliche Phasen. Es gibt Lernsituationen und Leistungssituationen. Lernsituationen nach Büchter, Leuders und auch Barzel, die unterteilen die in drei Phasen. Zuerst wird erkundet, entdeckt oder erfunden. Dann wird das Wissen, das sozusagen entdeckt wurde oder die Inhalte, die entdeckt werden, nochmal gesammelt und systematisiert. Und dann kommt das Üben, Vernetzen und Wiederholen. Und bei Leistungssituationen wird im Wesentlichen unterschieden zwischen Diagnose und Überprüfen. Und in Flink stellen wir Materialien im Wesentlichen für zwei unterrichtliche Phasen zur Verfügung, und zwar zum Erkunden und zum Üben. Also das sind sozusagen, das spiegelt sich in der Struktur von Flink auch wieder. Das heißt jetzt nicht, dass sozusagen, also die Leistungssituation, also Testen haben wir jetzt einmal nicht berücksichtigt. Das könnte etwas sein, was vielleicht zukünftig einmal mit eingeplant wird. Und den Punkt Sammeln, Sichern, Systematisieren haben wir jetzt nicht ausgeklammert, insofern, dass man sagt, es gibt auch keine Materialien dazu, aber es war schwierig, das oft voneinander abzugrenzen, weil ja diese Funktionen ineinander übergreifen und die finden sich dann am ehesten noch beim ersten Punkt auch wieder. Ich gehe aber dann im Anschluss gleich darauf ein, wie die Struktur ist von den Materialien und zeige Ihnen dann auch natürlich exemplarische Beispiele. So ganz konkret haben wir uns bei der Aufteilung der Materialien, die sind strukturiert und zwar entlang des Lehrstoffs, also entlang der vier Inhaltsbereiche, Zahlen und Maße, Figuren und Körper, Variablen und Modelle und Statistik. Und aus jedem der vier Lehrplanbereiche haben wir jetzt beginnend mit dem Lehrplan der fünften Schulstufe die Lehrplaninhalte aufgelistet und in diese Kapitel dann zum Beispiel natürliche Zahlen in Unterkapitel unterteilt. Die Idee war, dass es sozusagen relativ kleine inhaltliche Themengebiete sind und zu diesen Themengebieten haben wir dann mehrere Materialien gemacht, erstellt, also zum Entdecken und auch zum Üben. Also ein Unterkapitel enthält immer mehrere Materialien. Und diese Materialien, also die Materialien, die wir erstellen, basieren auf der Software GeoGebra. Das heißt, wir haben die dann auch immer in einem GeoGebra-Buch zusammengefasst. Also jedes Unterkapitel ist ein eigenes GeoGebra-Buch. Und das sieht dann so aus. Exemplarisch das Buch Strecke, Strahl, Gerade als Unterkapitel zur Geometrie. Gibt es bis zu vier Bereiche pro Unterthema, also pro GeoGebra-Buch. Und zwar gibt es Materialien zum Entdecken für die erste Unterrichtsphase, zum Üben und optional, das heißt, es kommt nicht bei jedem GeoGebra-Buch vor, die Punkte Arbeite digital
und Video. Und ich werde jetzt im Folgenden auf jeden dieser Punkte ein bisschen genauer eingehen und Ihnen auch Beispiele dazu zeigen. Ja, beginnend beim Entdecken. Sonst, genau wie der Name sagt, es sollen interaktive GeoGebra-Materialien sein, die zum Entdecken und Erkunden neuer mathematischer Inhalte anregen. Das kann durch verschiedene interaktive Elemente passieren. Es kann auch durch eine Anleitung passieren. Wichtig ist uns auch immer, dass wir natürlich versuchen, mit einer Schüler und Schülerinnen dazu anzuregen, sich mit den Inhalten auch wirklich auseinanderzusetzen. Da gibt es dann zum Beispiel auch Begleitfragestellungen dazu, wo wir dann auch immer exemplarische Antwortmöglichkeiten anbieten. Und ebenfalls, wie schon vorher erwähnt, falls es Aufgaben gibt, die eher in den Bereich Sammeln und Sichern, Systematisieren fallen, dann finden Sie auch die in diesem Bereich dieser Aufgaben. Was wir nicht gemacht haben, obwohl es sehr oft sinnvoll ist, ist die Aufforderung, Inhalte in das Heft zu übertragen. Das, wie gesagt, macht oft wirklich Sinn, aber wir wollten hier sozusagen nicht in den Lehrkräften vorgreifen, sozusagen, dass sie das wirklich frei auch gestalten können. Oder wenn sich jemand das später noch einmal anschaut, wird das dann auch nicht so viel Sinn machen. Und damit Sie jetzt endlich einmal sehen, welche Materialien wir da auch gemacht haben, beginne ich mit der Bruchrechnung. Das Thema Zahlen und Maße, das Unterkapitel Bruch als Teil eines Ganzen und wie man das grafisch darstellt. Ich hoffe, Sie können jetzt das GeoGebra sehen und nicht wieder die Präsentation, es müsste eigentlich so funktionieren. Sie sehen hier nochmal die Struktur, Entdecken und Üben. Hier gibt es zum Beispiel kein Arbeiten digital und auch noch keine Videos. Und wir haben jetzt in dem Fall zum Üben und zum Entdecken jeweils 4 Materialien dazu. Und ganz unterschiedlich. Das erste ist ganz ein einfaches, wo es um das Grundprinzip ist, was ist überhaupt ein Bruch, in dem die Fragestellung ist, Kinder essen einen Kuchen und sie teilen sie auf und wie viel bekommt dann jedes Kind. Und da gibt es immer einen Schieberegler. Und wenn ich den bewege, dann sehe ich das auch visuell, dass sozusagen jedes Kind in dem Fall jetzt nur mal ein Viertel Kuchen bekommt. Ich habe das dann auch hier als Zahl ebenfalls darstellen und auch sprachliche Darstellung. Also die Idee ist hier, dass man mehrere Darstellungen miteinander verknüpft. Und wie vorher gesagt, hier gibt es dann auch diese Begleitfragestellungen dazu. Zum Beispiel, was bedeutet das, der Kuchen wird gerecht geteilt? Da haben wir an dieses ganz grundlegende Prinzip des Bruchs als gleiche Verteilung. Also das sage ich, ein Bruchteil ist immer ein Anteil, wobei die Anteile immer gleich groß sind. Und dann gibt es auch immer sozusagen exemplarische Antworten für die Fragestellungen. Das nächste, das erinnert eher an wahrscheinlich bereits bekannte Darstellungen eines Bruches als Teil eines Kreises. Wir haben da Schieberegler, bei denen man den Zähler verändern kann, wo man dann sieht, wie viel mehr gefärbt wird. Schieberegler, bei denen man sozusagen den Nenner vergrößert und dann sieht, wie sich jeweils die Einteilung verändert. Und in dem Fall natürlich die Farbgestaltung, dass wir gleichartige Objekte, also alles, was den Zähler betrifft, zum Beispiel grün einfärben und alles, was den Nenner betrifft, blau. Hier als Hilfestellung auch noch eine Uhr im Hintergrund. Wir haben das auch genauso gemacht, dass sozusagen der Nenner bis 12 geht. Dann kann man das auch mit einem Alltagsbeispiel in Beziehung setzen. Und als Begleitfragestellung, was passiert, wenn der Nenner größer wird oder wenn er kleiner wird. Zum Beispiel. Ja, hier noch. Wir suchen, da geht es jetzt um Darstellungen eines Buches als Teil eines Ganzen, wo man schrittweise, also es ist auch manchmal, dass dort Anleitungen gegeben werden, in dem Fall, dass man sagt, okay, ich teile zuerst den Bruch in 5 Teile und markiere dann 3 davon. Und das kann man dann mit anderen Brüchen noch einmal machen. Also das ist vor allem, was hier sich mit Technologie sehr gut umsetzen lässt, dass ich mir nicht nur ein einziges Beispiel anschaue, sondern sozusagen mit Zufallszahlen auch andere Beispiele.
Gut, das war's einmal so im Wesentlichen zu den Materialien zum Entdecken. Da gibt es eben verschiedene, vielfältige Materialien, die kann man eher schwer kategorisieren. Ein bisschen anders ist beim Üben. Die Übungsaufgaben sind derzeit noch schwerpunktmäßig geschlossene Aufgaben, weil man hier den Mehrwert der Technologie gut umsetzen kann. Bei offenen Aufgaben ist es ja ein bisschen schwieriger, weil da einfach sehr viel davon abhängt, auch wie das dann im Unterricht passiert. Bei den Übungen haben wir versucht, sogenannte Self-Checking-Aufgaben zu machen. Das heißt, dass Schüler und Schülerinnen eine sofortige Rückmeldung bekommen, ob das, was sie sich da überlegt haben, richtig oder falsch ist. Es gibt je nach Aufgabentyp auch die Möglichkeit für Hilfestellungen. Also, dass man sagt, okay, ich kann eine Aufgabe dreimal probieren. Beim ersten Mal, wenn sie falsch ist, es ist falsch, aber im zweiten Mal, wenn eine Hilfestellung angibt, zeigt, die ihm sozusagen unterstützend wirken sollen. Ich kann mal Lösungswege anzeigen, neue Aufgaben auf Knopfdruck und Zähler für richtig gelöste Aufgaben. Auch hier wieder aus demselben GeoGebra-Buch ein Beispiel. Zum Beispiel, welcher Bruchteil ist hier dargestellt? Da kann man Zähler und Nenner eingeben, es sind in dem Fall ein Achtel und ich kriege eine Rückmeldung, dass es stimmt, kann man neue Aufgabe probieren. Und wäre auch zum selbstständigen Üben möglich. Also in dem Fall gehen wir mal eine falsche Antwort ein, wenn ich jetzt hier eingebe 2/16. Da kommt zuerst einmal falsch, dann kann ich einen neuen Versuch starten. Probiert mal 4/16. Und das war das, wo ich gesagt habe, dann gibt es jetzt einen Hinweis und dann kann ich noch einen dritten Versuch machen und ansonsten wird diese Aufgabe nicht mehr richtig gezielt. Und wie gesagt, natürlich, wenn jetzt zum Beispiel 4/16 werden, wären natürlich auch ein Viertel oder 2/8 eine korrekte Lösung. Das ist jetzt eine Aufgabe mit Eingabefelder. Es gibt aber auch Aufgaben mit sozusagen in dem Fall Single Choice, Ja- oder Nein-Aufgaben oder auch Ankreuzaufgaben. Also gibt es verschiedene Aufgabentypen, die hier verwendet werden. Ich habe hier zusammengefasst ein bisschen, also Multiple Single Choice Aufgaben, die Eingabefelder, wie gerade gesehen, Dropdown-Aufgaben, also wo man aus einer Liste dann auswählt, was korrekt ist, Zuordnungsaufgaben oder Drag and Drop. Und sozusagen, weil ja das vorher so schön Thema war, natürlich Spielelemente sind für Schüler und Schülerinnen natürlich immer wichtig, haben wir auch versucht, hier Elemente einzubauen, beziehungsweise auch offene Aufgaben. Und da möchte ich Ihnen zwei Beispiele zeigen. Das ist das Schneckentempo, da geht es ums Üben von Kopf, also einfach nur Kopfrechentraining. Und da rechnet man um die Wette mit einer Schnecke. Also es gibt einen Start, es gibt dann auch einen Startschuss, den Sie heute nicht hören können. Und da muss man hier um die Wette rechnen. Also die obere Schnecke bewegt sich und hier muss man sozusagen rechnen. Und wenn es richtig ist, dann hüpft die Schnecke weiter und dann ist kurz pausiert und dann kann ich die nächste Aufgabe stellen und so weiter. Also um sozusagen auch spielerische Elemente einzubauen. Oder etwas, das war auch eine nette Idee, dass ein bisschen auch offene Aufgaben möglich sind, die aber trotzdem überprüft werden können. Hier geht es darum, dass zum Thema Stellenwertsystem Schüler und Schülerinnen eine Zahl bilden, die zwischen 466.000 und 562.000 liegt. Und dann kann man das zum Beispiel hier eingeben und kann dann diese Zahl zusammenstellen und dann überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Gut. Ja, zwei Bereiche gibt es noch, Arbeite digital und Videos, sind beide optional. Bei Arbeite digital geht es darum, dass man den Umgang mit Mathematiksoftware im Laufe der Zeit langsam mitlernt. Ja? Und bei Erklärvideos, da geht es darum, dass die einen Teil der Theorie zusammenfassen oder halt abdecken auch. Da gibt es derzeit erst relativ wenig. Wir haben da auch eine Kooperation mit Mathematik macht Freunde. Beziehungsweise machen auch Studierende jetzt in Lehrveranstaltungen Videos. Da zum Beispiel haben wir uns heute ein nettes angeschaut. Wirklich gut überlegte, schon relativ professionelle Videos auch dann produzieren. Wie schaut es aus bei Strecke Stahl gerade? Das arbeitet digital vor allem. Zum Beispiel hier Geraden zeichnen.
Da wird eigentlich kein Werkzeug erklärt, aber es wird in der Werkzeugleiste jetzt für die Software, jetzt in dem Fall GeoGebra, die nötigen Tools angezeigt und die Schüler und Schülerinnen sollen das sozusagen spielerisch im Umgang lernen. Da ist jetzt, wie gesagt, auch die Unterstützung durch Lehrkräfte sehr wesentlich. Nachdem die Zeit schon etwas knapp wird, wir haben natürlich auch noch verschiedene didaktische Gestaltungsprinzipien berücksichtigt, die möchte ich jetzt einmal übergehen und kommen jetzt noch zu den Einsatzmöglichkeiten. Sie finden unter, ich schreibe es Ihnen schnell in den Chat, www.geogebra.org/flink eine Seite, wo eben die Materialien aufgelistet sind und dort ist auch eine Seite verlinkt, wo Sie verschiedene Einsatzszenarien finden, wie man das sozusagen mit Schülern und Schülerinnen rasch und geschickt teilen kann. Und da sind auch explizite Anleitungen gegeben, wie man es zum Beispiel in Microsoft Teams einbinden kann und da ist dann mit Screenshots auch erklärt, wie das funktioniert oder in die Moodle-Plattform auch. Oder eine Kollegin hat die Idee gehabt, dass es gerne mit QR-Code teilt, also dass sie für Materialien einen QR-Code macht für den Link, den Schüler und Schülerinnen einfach abfotografieren können und dann direkt einsteigen. Und auf dieser Seite finden Sie da hier auch detailliertere Beschreibungen dazu. Gut, Entschuldigung, die Unterbrechung. Ja. Kommt zum Ende. Zwei Minuten bleiben noch Zeit, falls aus dem Zuhörerraum noch etwas angemerkt werden möchte, bitte gerne jetzt Fragen zu stellen. Bitte, Ihre Fragen. Also es gibt auch eine E-Mail-Adresse, wo Sie bei Wünschen oder Fragen oder Anregungen flink@jku.at uns schreiben können und es gibt auch den Newsletter. Ich glaube, da war jetzt die Frage, wie kommt man zu den Szenarien? Wenn Sie auf die Seite gehen www.geogebra.org/flink, dann kommen Sie zu dieser Übersichtsseite. Da sehen Sie zuerst ein Video und dann können Sie sich für den Newsletter anmelden. Dann werden die Materialien angeführt. Was ich ganz vergessen habe, was ganz zentral ist, wir haben erst im September begonnen, die ersten Materialien online zu stellen. Also die werden laufend veröffentlicht und auch teilweise mit Feedback wieder überarbeitet. Also sozusagen, das ist jetzt natürlich keine fertige Liste, sondern das Projekt läuft ja noch nicht lange, sondern da wird laufend daran gearbeitet und es werden laufend Materialien veröffentlicht. Und wenn Sie dann nach unten scrollen, kommt da Flink Anleitung. Da ist hier das jetzt verlinkt. Und da kommen Sie dann auf die Seite, wo dann das der Reihe nach beschrieben ist, zum Beispiel hier bei den Einsatzmöglichkeiten. Gut, noch andere Fragen? Wie gesagt, nicht irritiert sein, ich weiß, es sind jetzt noch nicht so viele Materialien online, aber wir arbeiten laufend dran. Also es ist uns wichtig, es gibt auch immer mehrere Feedbackschleifen mit mehreren Lehrkräften und Fachdidaktikern, damit wir sicher sein können, dass die Materialien vernünftig sind und wirklich hilfreich für Lehrkräfte. Gut, haben Sie noch Fragen oder jemand von Ihnen? Sie können ihm sonst auch an flink@jku.at schreiben, wenn später noch Fragen auftauchen. Gut, vielen, vielen Dank. Ich danke sehr herzlich. Perfekt. Wunderbar. Ich habe gesehen, die folgende vortragende Frau Reumann ist auch schon unter den... Ja? Okay, ja, wunderbar. Ich werde Sie kurz zum Co-Host machen, wenn mir das da gelingt. So, Moment. So. Und gut, wenn Sie möchten, können Sie probieren, ob die Präsentation funktioniert. Ich kann es sehen, ich werde sie noch
in den Fokus schieben. Jawohl, sollte man sehen, oder? Ja, es ist jetzt eine Vorschau-Ansicht, wo die nächste Folge auch schon sichtbar ist. Moment. Machen wir es anders. Geht's jetzt? Ich habe zumindest das Menü nebenan noch oder die folgenden Folien. Es funktioniert, ist nicht optimal, aber jetzt ist die Bildschirmteilung wieder weg. So, jetzt müsste es ganz sein, oder? Ja, jetzt ist es ganz ohne Render. Ich stoppe kurz mal noch die Aufzeichnung. Macht es uns leichter, dann die entsprechenden Videos rauszurendern. Jawohl. Wundern, es kommt jetzt eine Meldung.